Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem nunmehr 23. Familientreffen hier in Gera. Also es wird immer, ja, ich sag mal, persönlicher, familiärer. Viele sehen wir immer wieder. Wer einmal da war, kommt meistens auch wieder. Das ist sehr schön und auch in diesem Jahr haben wir wieder ein echt total schönes Programm vorbereitet. Ich denke, ihr könnt es genießen. Letztes Jahr hat ja der Herr Reuschel freundlicherweise schon einen Workshop für uns gemacht und hat Ihnen gezeigt, wie weit wir da waren mit der ProfSys.net Verwaltung und Abrechnung. Dabei ist dann herausgekommen, ja, man kann eine Rechnung schreiben, aber es war noch nicht so bedienbar, wie Sie und ihr euch das gewünscht habt. Die ganzen Ideen, die ihr eingebracht habt letztes Jahr im Workshop und auch die Ideen des Expertenbeirates, die wir uns eingeholt haben im Januar wieder, die haben wir jetzt da einfließen lassen und haben das nochmal richtig aufgepeppt, sodass es jetzt wirklich bedienbar ist, dass Assistenten da sind, wieder für den Eintritt und so weiter. Dann haben wir wieder die Firma Starke für uns gewinnen können. Die kommt in diesem Jahr wieder mal, um die DMS-Anbindung und DMS-Systeme an sich zu zeigen, weil immer noch nicht jeder eins hat, aber eigentlich jeder eins braucht, auch im Zuge der DSGVO und den GOBDs. Und in diesem Jahr haben wir dann auch die Anbindung fertig gemacht an ProfSys.net, sodass das nicht nur in XE funktioniert, sondern auch in .NET. Und das könnt ihr euch da anschauen. Und das kann ich nur wärmstens euch ans Herz legen, das mal anzugucken, weil das spart sehr viel Arbeit, wenn man das macht. Und das ermöglicht, dass man halt viele Dinge nicht mehr kopieren muss und papierlos beliebig verteilen kann an viele Stellen. Also es ist wirklich lohnenswert, da mal reinzuschauen. Dann ist unser neuer Consultant Florian Voss jemand, der gibt richtig Gas, wenn es darum geht, Tourenplanung zu verbessern. Den haben wir extra geholt, weil wir gesagt haben, okay, das kann so nicht weitergehen, weil die Tourenplanung in XE hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und die in .NET, die hat uns intern doch ziemlich viele Probleme verursacht, für die ich mich einfach an der Stelle auch mal irgendwie entschuldigen muss. Also das ist schon so, dass da viele, ja, ich sag mal, Kunden doch gemerkt haben, dass das noch ein Stück Bananensoftware war, die erst beim Anwender gereift ist. Aber das haben wir jetzt erledigt. Wir haben da ganz, ganz viel Zeit reingesteckt und sind jetzt gerade dabei, in den letzten Zügen einen Release zu testen, was wir dann auch wirklich freigeben können, wo die Probleme Gott sei Dank alle behoben sind und wo das dann richtig gut funktioniert und auch keine Schwierigkeiten mehr da sind, wenn man Daten an die, aus den mobilen Apps an die Anwendung übergibt und so weiter. Dann wird sehr, sehr interessant in diesem Jahr für alle Leute, die aus dem Bereich der Behindertenhilfe hier sind. Weil da haben wir jetzt echt in den letzten Monaten nochmal nach dem letzten Expertenbeirat ziemlich viel Gas gegeben und haben die innovativen Ideen, die wir da bekommen haben, alle da einfließen lassen. Und da wird jetzt der, der unser Produkt bisher kennt und die letzten Veranstaltungen gesehen hat, wird da wirklich was Brandneues und Schönes sehen können, wenn er den Workshop besucht. Dann haben wir den Jens Fries hier. Der hat sich für uns als Inhaber eines Instituts für Qualitätssicherung in der Altenhilfe speziell ausgiebig mit den neuen Qualitätsprüfungsrichtlinien beschäftigt. Und ja, der ist da vorgegangen wie ein Detektiv, würde ich sagen. Also wie jemand, der die ganze Zeit allen Leuten, die da irgendwie involviert sind, so lange auf den Keks gegangen ist, bis er die Wahrheit daraus gekitzelt hat. Weil das Ding hat noch ziemlich viele Tücken und Fallen und er hat sie alle aufgedeckt und wird davon berichten und ihnen erst Tipps geben, wie man auch mit umgehen kann. Das ist nämlich ein richtig, meiner Meinung nach, was richtig Schreckliches, ja, für uns. Klar, wir haben dann Schulungsaufwand, also wir werden es über Webinare unser Wissen weitergeben, aber da sage ich nachher noch was zu, damit das möglichst schnell zu Ihnen, zu euch kommt. Aber im Prinzip ist das ganze Ding eine Sauerei, weil man hat euch gerade die Möglichkeit gegeben zu entbürokratisieren, ja, so, und alles das, was wir euch jetzt, was wir euch weggenommen haben, was ihr nicht mehr tun müsst, ja, da kommt die ganze Arbeit jetzt wieder über den Kram. Und dazu hält nicht nur der Herr Friesen Workshop und berichtet euch vom Hintergrund. Warum kann er das eigentlich, der Herr Fries? Na, das ist ganz einfach, weil, der kennt den Schöpfer des Ganzen sehr persönlich und ist mit dem in Kontakt. Und mit dem Jens Spahn ist er auch in Kontakt, weil er ist auch Präsident des Deutschen Vereins zur Steigerung pflegerischer Qualität e.V. Und dieser Verein richtet einmal im Jahr einen Wettbewerb aus, den besten Pflegeschüler. Und da gibt es einen Schirmherrn und der heißt Jens Spahn.
Und darüber ist er halt da dran. Das heißt, er kennt den Verursacher und er kennt den, der es zugelassen hat, dass es rausgelassen wird. Ja, da könnt ihr sehr gespannt sein. Das sage ich euch. Also wir haben auch, ich glaube mal in der Pause schon die ersten Biere bereitgestellt, weil für viele ist es doch deprimierend. Gut. Dann gibt es noch was richtig Schönes, Innovatives. Ich darf mal kurz um Handzeichen bitten. Wer hat denn schon mal den Begriff AAL gehört hier im Raum? Also gibt es noch nicht ganz so viele. Das hieß früher mal Ambient Assisted Living, heißt jetzt Active Assisted Living. Da lese ich mal ganz kurz den Satz vor, der da steht, weil den muss man sich einfach mal reinziehen. So. Das umfasst also Methoden, Konzepte, Systeme, Produkte sowie Dienstleistungen, welche das alltägliche Leben älterer und auch behinderter Menschen situationsabhängig und unaufdringlich unterstützen soll. In Deutsch übersetzt könnte man auch sagen, alterstaugliche Assistenzlösungen für ein selbstbestimmtes Leben. Was machen wir damit? Damit erkennen wir Stürze, auch dann, wenn einer den Knopf nicht mehr drücken kann. Das schaltet den Herd automatisch ab zu Hause bei jemandem, der vergessen hat, es zu tun, damit die Hütte nicht abbrennt. Man kann über Apps, wenn man darf, von außen die Türen öffnen der Patienten. Und zwar nicht nur der Pflegedienst, sondern ein von demjenigen Betroffenen selbst definiertes Helfernetzwerk ist in der Lage, darüber die Türen zu öffnen, damit man dann noch reinkommt und dem auch helfen kann. Es kann über schöne Pflaster, die man Dementen hinten auf den Rücken kleben kann, Bewegungsprofile erstellen und Fluchttendenzen erkennen, wenn einer den Saal verlassen will. Das kann man da merken darüber. Man kann darüber auch Angehörige beteiligen über so eine App. Das heißt, zum Beispiel kann er dann sehen, ah, der Pflegedienst war schon da, der hat meine Mutter heute besucht. Oder ja, die Mutter hat heute gut gegessen, da gibt es keine Probleme, da geht es gut, die ist gesund. Sowas kann man machen. Und eben das persönliche Helfernetzwerk. Dazu gibt es morgen zweimal einen Workshop vom Klaus Bescheid. Der ist Experte für sowas. Der ist Geschäftsführer der Easier Life GmbH. Die waren vor 5 Jahren mal ein Start-up, aber sind jetzt komplett durch die Decke gegangen. Die haben schon über 2000 Installationen inzwischen, die sehr günstig sind und sehr gut funktionieren. Um mal einen ersten Eindruck zu kriegen, habe ich was mitgebracht, was wir mit den Jungs von Runge TV, die hier so fleißig die Kameras bedienen, und dem Herrn Bescheid zusammen gedreht haben. Damit ihr mal seht, was da so mit verbunden ist. Du hast die Liebe und Fürsorge bekommen, um jetzt mitten im Leben zu stehen. Da ist es gut, immer und überall zu wissen, wie es den Liebsten geht. Sicherheit, dank intelligenter Sensorik. Für immer verbunden. Easier Life. Der smarte Notruf. So, darum geht es also im Kern. Früher haben die Mütter ihre Babys versorgt und haben sie gemonitort, auch schon in den 70er Jahren mit einem schönen Babyphone. Heute hat das Kind, was damals im Bett gelegen hat, auch die Möglichkeit, über einem elektronischen Wege was für die Mutter zu tun. Da geht die Welt hin. Kurz zu dem, was wir jetzt in der nächsten Zeit zu tun, also die Roadmap 1920, die sich natürlich in diesem Jahr aus Gesetzen ergibt, um die wir nicht rumkommen. Ganz oben natürlich die neue Qualitätsprüfungsrichtlinie. Das wird uns und unseren Programmierern richtig Kraft kosten, das alles so angenehm wie möglich für sie zu gestalten. Weil leider ist das so, wenn man gut zu bedienende Produkte mit kurzen Wegen haben möchte für den Bediener, dann sind es meistens die längsten Wege für den Entwickler. Dann beschäftigen wir uns gerade mit einem neuen Ansatz der gelben Liste. Wir haben die rote eingebaut, die kann man jetzt auch kriegen bei uns, die kann man importieren, da hat man dann bei vielen Medikamenten halt auch Wirkstoffe dabei und so. Aber das reicht uns noch nicht aus, weil wir haben dann jetzt leider erfahren müssen, dass die rote Liste
nicht mehr von allen Herstellern von Medikamenten supportet wird. Und zwar deswegen, weil die rote Liste, die verlangt Geld von den Herstellern der Medikamente dafür, dass die ins Verzeichnis aufgenommen werden. Und das wollen die nicht mehr bezahlen. Deswegen die gelbe Liste, da ist es genau andersrum. Da zahlen wir und auch Sie eine Kleinigkeit, damit Sie das benutzen dürfen. Aber die Hersteller geben freiwillig ihre Daten alle her und die gelbe Liste sammelt das auch selber ein. Da machen wir jetzt Folgendes, weil die gelbe Liste hat gewechselt auf einen Update-Turnus von 2 Wochen. Und wir können ja unmöglich jetzt in alle Datenbanken bei allen Kunden alle 2 Wochen neue Medikamente einspielen. Das geht ja nicht. Das ist ja ein wahnsinniger Aufwand. Das wäre total irre. Deswegen machen wir jetzt gerade einen eigenen Webservice bei uns in einer gesicherten Cloud. Das ist datenschutztechnisch vollkommen in Ordnung, weil ihr alle mit uns dementsprechende Verträge habt. Und das sind ja auch nur Medikamente und keine patientenbezogenen Daten oder sowas an der Stelle. Und der sucht dann quasi aus der Anwendung raus, wenn Sie irgendwas Neues brauchen, was der Lokal noch nicht kennt in Ihrer Installation, sucht er das automatisch da aus unserer Cloud. Das heißt, Sie haben da immer Zugriff auf alles, was die gelbe Liste hergibt und finden jedes Medikament, die meisten sogar mit Wirkstoff und die interessanten, so BTMs und so, auch immer mit einem Bild dabei, wie das Produkt aussieht und so weiter. Dann arbeiten wir gerade in Profsys.net an der Medikamentenbestellung. Das ist ein mehrstufiger Schritt, weil wir werden jetzt erstmals auch, das haben wir vorher nicht gemacht, die ganzen Apotheken mit einbeziehen. Das heißt, wir können Bestellungen an Ärzte und Apotheken gleichzeitig rausschicken, damit die Apotheke weiß, welche Rezepte sie sich bei welchem Arzt holen muss, damit sie gleich das Heim beliefern kann. Zudem werden wir auch eine Schnittstelle anbieten zu einem sehr renommierten Hersteller, auf den sich mittlerweile die Softwarewelt geeinigt hat. Und über diesen Hersteller kann man dann quasi alle Apothekensysteme und Arztsysteme anbinden, sodass man dann nicht mehr faxen muss oder so, sondern die das gleich in ihrem System haben, was man haben will. Dann überarbeiten wir gerade die Schichtübergabe, die in .NET ja nur ein Report ist, aber die wird es wieder in gewohnter Form wie vorher geben, nur noch ein bisschen aufgepeppt, sodass man auch Aufgaben verteilen kann daraus und abhaken kann, was man schon besprochen hat und so weiter, wie es früher mal war, so kommt es auch wieder. Dann sind wir jetzt gerade dabei, das Kassenbuch für Profsys.net zu konzipieren. Das ist noch nicht ganz abgeschlossen, weil wir haben inzwischen, ich sag mal, durch Neuzugänge, beachtliche Neuzugänge im Kundenkreis, viele neue Ideen einsammeln können und auch Blicke werfen können in andere Produkte, die nicht mehr am Markt verfügbar sind, die aber gut waren. Und da bauen wir viele neue Ideen noch ein, die wir bis jetzt noch nicht so kannten, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Dann werden wir das Controlling ausbauen. Ich habe ja irgendwann mal angekündigt, Kooperation mit XView, also Controlling and More. Da sind wir jetzt auf einem guten Weg, dass durch diese Geschichte der Schnittstelle auch bei uns im Produkt selber nochmal so etwas Ähnliches wie ein Data Warehouse entsteht, wo man darauf zugreifen kann, was einfacher lesbar ist, wo man dann auch selber mit Excel darauf zugreifen kann und Sachen rausholen kann eventuell. Dann der Punkt BTHG und Fachleistungsstunden. Das steht da jetzt langsam aber sicher an, dass es so umgesetzt wird. Wenn da nicht das kleine Problem wäre, dass meistens in den regional zuständigen Verbänden da noch nicht so die größte Einigkeit an manchen Ecken und Kanten ist. Aber da sind wir auf einem sehr guten Weg und das zeigt ja auch der Benninghoff in seinem Workshop. Aber wir arbeiten da weiter dran. Und dann müssen wir noch einiges tun in Sachen DSGVO. Da sage ich mal ein Beispiel. Es ist ja so, dass alle Stammdatenänderungen getrackt werden müssen. Ja, das heißt, immer wenn irgendwo nur einer einen Buchstabe ändert an irgendeiner Straße oder sowas, dann muss das getrackt werden. Wer hat das wann gemacht? Und der Datenschützer muss darauf zugreifen können. Wir haben bis jetzt eine sparsamere Variante gehabt davon. Und wenn wir das jetzt da einbauen, was wir auch schon getan haben, aber noch nicht freigeschaltet, dann bedeutet das natürlich, Sie müssen sich erstmal neue Festplatten kaufen, weil da ja ein Datenwust anfällt, das kann kein Mensch glauben. Also da entstehen eben jeden Tag tausende von neuen Datensätzen dadurch. Und da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir da eine Lösung für dieses Problem finden und dass ihr es vielleicht doch nicht machen müsst in der Ausbaustufe. Und dann steht jetzt an, die App für die Behindertenhilfe, die kommt aber frühestens im ersten Release nächstes Jahr. Irgendeine Testversion oder sowas. Schneller ist das nicht zu schaffen.